Hi Leute, Zenix hier und willkommen zurück zu Lost Odyssey. Ja, wir sind hier jetzt wieder am Hafen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin wollten. Steht das auch irgendwo? Nicht wirklich, ne? Steht, glaube ich, nirgendwo, was jetzt unsere aktuelle Quest ist. Wir gehen mal in die Stadt. Ich glaube, wir wollten irgendwo in die Stadt. Glaube ich. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Das ist ein blöder Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Ich musste aber aufhören zu dem Zeitpunkt, weil ich keinen Platz mehr hatte auf meiner Aufnahmefestplatte. Das weiß ich noch. Ich glaube hier lang. Okay. Hey, halt. Moment. Was? Du bist nicht mein Bruder. Es tut mir leid. Meine Schwester hat wieder Ärger gemacht. Hör zu, du verläufst dich noch, wenn du so weitermachst. Du solltest doch warten, während ich den Ballon hole, oder nicht? Als wenn ich es gewusst hätte. Es gibt wieder eine Erinnerung. Das heißt wieder lesen. Das ist schön, mit sowas zu beginnen. Na los, dann lesen wir doch mal. Vergiss mich nicht, hörst du? Mein lieber Bruder, der Ruf ertönte hinter ihm, als er sich durch die Menschenmenge der Kleinstadt schiebt. Zuerst bemerkt Keim nicht, dass er gemeint ist und setzt seine Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit fort. Aber der Ruf erklingt erneut, hängt sich geradezu an ihn. Mein lieber Bruder, großer Bruder! Es ist verwirrend. Er war zuletzt vor 80 Jahren in dieser Stadt. Es kann niemanden hier geben, der ihn kennt. Warte, großer Bruder, geh nicht fort! In seiner Verwirrung beginnt sich ein unheimliches Gefühl zu mischen, denn die Stimme, die ihn mit großer Bruder anspricht, kann nur einer alten Frau gehören. Weiterhin auf der Hut dreht er sich langsam um. Genau wie er dachte, es ist eine alte Frau. Eine winzige Alte ist gekleidet wie ein junges Mädchen und sieht Keim mit einem strahlenden Lächeln direkt in die Augen. Ich glaube, du verwechselst mich, sagt er und zeigt sein Unbehagen. Nein, bestimmt nicht, sagt sie mit energischem Kopfschütteln und ihr Lächeln wird noch breiter. Du bist der große Bruder Keim. Was? Was ist denn Keim? Hast du mich vergessen? Naja, also. Er kann sie nicht einordnen. Selbst wenn ihm das gelänge, weiß er genau, dass er keine Bekannten in dieser Stadt hat. Er fragt sich, ob das vielleicht ein zufälliges Wiedersehen mit einer Reisebekanntschaft sein könnte. Aber nein, er ist sich sicher, dass er sie nicht kennt. Und was am merkwürdigsten ist, warum sollte diese Frau, die seine Großmutter sein könnte, ihn mit großer Bruder anreden? Jetzt tu nicht so, als ob du nicht weißt, wer ich bin, Keim. Du bist so gemein. Sie schreit ihn so laut an, dass Menschen in der Menge stehen bleiben und sie anstarren. Natürlich nicht nur, weil sie schreit. In diesen überfüllten Straßen muss man sich immer schreien verständigen. Das allein würde keine Aufmerksamkeit erregen. Die Stimme der alten Frau ist anders als die eines normalen schreienden Erwachsenen. Sie ist wie das unschuldige, hemmungslose Gebrüll eines kleinen Mädchens, das seinen ganzen Körper in ihr Kreischen legt. Die Leute sehen die Alte bestürzt an und wenden rasch die Augen ab. Ihre Bestürzung ist verständlich. Das schneeweiße Haar der alten Frau ist mit einem bunten Band zusammengebunden und ihr Kleid hat ein Blumenmuster und Flatterärmel wie das eines kleinen Mädchens. Viele Passanten sehen die alte Frau mit einer Mischung aus Sympathie und Mitleid an. Nach und nach beginnt Keim die Situation zu verstehen. Diese alte Frau hat einfach zu lange gelebt. Darum ist die Vergangenheit, die sie in ihrer Erinnerung verschlossen hat, vor ihren Augen wirklicher geworden als die Gegenwart. Ein Passant mittleren Alters zieht an Keims Arm. An deiner Stelle würde ich einfach weitergehen. Lass dich nicht mit ihr ein, sie macht nur Ärger. Das stimmt, nickt seine Frau neben ihm. Du bist ein Fremder, also weißt du nichts über sie. Aber diese Alte ist senil. Du kannst sie einfach ignorieren. In 5 Minuten hat sie alles vergessen. Vielleicht haben sie recht, doch diese alte Frau kennt Keims Namen. In dem Teil ihres Geistes, der dem kleinen Mädchen gehört, hält sie Keim für ihren großen Bruder. Er versucht, seine verblassten Erinnerungen zu durchforsten.
Er verbrachte damals nur einige Tage hier. Er lernte sehr wenige Menschen kennen und es kann keiner mehr übrig sein, der sich noch an ihn erinnert. Als Keim immer noch vor der alten Frau steht, entrüstet sich das neugierige Ehepaar. Da versucht man zu helfen und was hat man davon? Schnaubt der Mann. Sollen sie es doch unter sich ausmachen, fügt die Frau hinzu. Lass uns gehen, was sie auch umgehend tun. In höchster Lautstärke schreit die alte Frau gellend hinter ihnen her, während sie wütend davongehen. Vergesst mich nicht, hört ihr? In diesem Augenblick stellt Keims Erinnerung die Verbindung wieder her. Die alte Frau begrüßt freudig den Ausdruck des Erkennens auf seinem Gesicht. Erinnerst du dich jetzt an mich? Schreit sie. Ich bin Shushu, ich bin's, Shushu. Er erinnert sich tatsächlich an sie, ein kleines Mädchen, das er vor 80 Jahren in dieser Stadt kennenlernte. Damals war sie vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Ein altkluges kleines Ding, das als Tochter eines Gastwirts keine Scheu vor Fremden hatte. Sie hatte wahrscheinlich eine Redensart bei jemandem aufgeschnappt und deswegen verabschiedete sie jeden Gast, wenn er nach einigen Tagen aus dem Gasthaus abreiste. Nicht mit dem üblichen Auf Wiedersehen oder Danke, sondern mit einem Lächeln und den fröhlichen Vergiss mich nicht, hörst du? Aber jetzt, da er plötzlich das Mädchen unter den Falten sehen kann, muss Keim den Blick vom Gesicht der alten Frau abwenden. Was ist denn, großer Bruder? Er bringt es nicht über sich, Shushus leeres Starren direkt zu erwidern. 80 Jahre sind vergangen. Worüber soll man reden, wenn ein Mann, der niemals altert, einem kleinen Mädchen aus ferner Vergangenheit begegnet, das zu sehr gealtert ist? Lass mich bitte durch, Entschuldigung, ich muss hier bitte mal durch. Ein junger Mann bahnt sich eilig den Weg durch die Menge zu Shushu und Keim. Urgroßmutter, wie oft muss ich dich noch bitten, nicht das Haus zu verlassen, ohne mir Bescheid zu sagen? Nachdem er mit der alten Frau geschimpft hat, wendet er sich einer entschuldigenden Geste an Keim. Es tut mir furchtbar leid, falls sie dich belästigt hat. Sie ist alt und wird langsam senil. Ich hoffe, du kannst ihr verzeihen. Shushu aber spitzt wütend die Lippen und will wissen, wovon redest du? Ich spiele doch nur mit meinem großen Bruder Keim. Was ist so schlimm daran? Sie sieht den jungen Mann scharf an und fragt, wer bist du? Der junge Mann wirft Keim einen traurigen Blick zu und beginnt wieder, sich zu entschuldigen. Mit einem gequälten Lächeln unterbricht Keim ihn. Keim weiß, dass es manchmal trauriger und herzzerreißender sein kann, wenn ein Leben lange andauert, als wenn es vorzeitig zu Ende ist. Aber wie traurig und herzzerreißend ein Leben auch sein mag, niemand hat das Recht darauf herumzutrampeln. Sie scheint es einfach nicht in ihren Kopf zu bekommen, dass sie alt ist. Selbst wenn ich ihr einen Spiegel vorhalte, fragt sie, wer ist diese alte Frau? Der junge Mann namens Kasche, erklärt Keim weiter. Manchmal vergisst sie, dass sie schon gefrühstückt hat, aber die Erinnerungen aus ihrer Kindheit sind teilweise glasklar. Keim nickt in stummem Verständnis. Kasche und Keim sitzen auf einer Bank auf dem zentralen Platz der Stadt und sehen zu, wie Shushu Blumen pflückt. Offenbar fertigt sie einen Blumenkranz für ihren wiedergefundenen großen Bruder. Aber hast du denn überhaupt Zeit für solche Geschichten? Warst du nicht gerade auf dem Weg irgendwo hin? Nein, schon gut, keine Sorge. Vielen Dank. Zum ersten Mal lächelt er und sagt, so glücklich habe ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der junge Mann scheint überzeugt davon, dass Keim seine Urgroßmutter an jemanden erinnert, den sie als Kind hatte. Keim lässt ihm in den Glauben. Er weiß, dass Kasche sich nicht vorstellen kann und auch nicht muss, dass jemand niemals altert. Mit ihrer Gesundheit geht es in letzter Zeit wirklich bergab. Bei jedem Fieber fragen wir uns, ob das ihr Ende ist, und wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Aber dann ist sie plötzlich wieder auf dem Bein. Manchmal sagen wir im Scherz, ihr Geist ist so verwirrt, dass sie vergessen hat zu sterben. Keim sieht den jungen Mann im Profil. Auf Kaschas Gesicht liegt ein sanftes Lächeln, als er von seiner Urgroßmutter spricht. Als er klein war, hat sie ihn bestimmt in den Arm gewiegt und mit ihm gespielt. Als erwachsener Mann passt Kasche nun auf sie auf, wie ein Kind auf sein Kind. Ein Vater auf sein Kind. Er ruft ihr zu, wie schön, Urgroßmutter, so einen Blumenkranz hast du schon lange nicht mehr geflochten. Mit einer Handvoll Blumen im Gras kauernd antwortet Shushu, das stimmt nicht, ich habe ihm gestern erst einen Kranz gemacht. Dann sagt sie zu Keim, stimmt's, großer Bruder, du hast ihn auf den Kopf getragen, nicht? Keim legt die Hände trichterförmig um den Mund und ruft ihr zu,
Oh ja, das habe ich. Der duftet so gut. Shushus Gesicht überzieht sich mit einem Netz fröhlicher Falten. Überwältigt von seinen Gefühlen senkt Kasche den Kopf. Keim fragt Tasche, und du kümmerst dich um sie? Ups, einmal zu schnell gedrückt. Ich und meine Frau Cynthia. Was ist mit deinen Eltern oder auch deinen Großeltern? Leben sie noch? Mit einem Schulterzucken sagt Kasche, ich bin das letzte weitere noch lebende Familienmitglied. Seine Großeltern starben beide vor 20 Jahren an einer Epidemie. Sein Vater verlor sein Leben in dem Krieg, der vor 10 Jahren in dieser Gegend tobte. Seine Mutter, Shushus Enkelin, alterte schneller als ihre eigene Mutter. Ihr Lebenslicht erlosch vor 5 Jahren. Meine Urgroßmutter musste also im Laufe der Jahre ein Begräbnis nach dem anderen begehen, für ihre Kinder und Enkel. Bevor wir es bemerkten, war sie der älteste Mensch der Stadt. Es muss einsam sein, so zu leben. Da bin ich mir sicher, antwortet Keim. Vielleicht ist es sogar gütig von den Göttern, den Geist der Menschen zu verwirren, wenn sie zu lange gelebt haben. Wenigstens denke ich das in letzter Zeit häufig. Man würde meinen, sie muss sich einsam fühlen, weil sie so allein zurückgeblieben ist. Aber sie ist keineswegs einsam. Wenn man lange lebt, hat man viele Erinnerungen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die letzten Tage seines Lebens in der Welt eine Erinnerung zu verbringen. Seine Erinnerung. Shushu steht auf, die Arme voller Blumen. Großer Bruder Keim, jetzt mache ich für dich einen Blumenkranz. Und wenn Blumen übrig bleiben, mache ich auch noch einen für den anderen da. Keim und Kasche sehen sich verdutzt an. Warum grinst du so? Fragt Shushu. Seid ihr zwei jetzt Freunde? Sie reißt ihre von Runzeln umrahmten Augen überrascht auf, schenkt den beiden Männern ein fröhliches Lächeln und bricht auf dem Gras zusammen. Kasche will einen Arzt holen, aber Keim packt ihn am Arm und hält ihn mit den Worten zurück. Du solltest lieber bei ihr bleiben. Ironischerweise hat Keim, der mir niemals wirklich wissen wird, wie es sich anfühlt, alt zu werden, genau aus diesem Grund zahllose Tode miterlebt. Seine Erfahrung sagt ihm, dass Shushu sich diesmal nicht erholen wird. Shushu liegt dort auf dem Rücken, wo sie hingefallen ist, die Blumen nun auf ihrer Brust verteilt. Auf ihrem Gesicht liegt ein Lächeln. Warte nur eine Minute, großer Bruder Keim. Gleich mache ich dir einen Kranz. Ihr Geist verweilt noch immer in ihren Erinnerungen an die Vergangenheit. Wird es bis zum Ende so bleiben? Halte durch, Großmutter, gib nicht auf! Kasche umklammert ihre Hand und ruft mit Tränen erstickter Stimme ermutigte Worte, aber sie weiß vielleicht nicht einmal, dass es ihr eigener Urenkel ist. Ich bin es, Urgroßmutter. Kasche, du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ich habe dich gestern Abend gebadet. Du wusstest doch, wer ich bin, nicht wahr? Kasche redet so flehentlich auf sie ein, wie er kann. Aber Shushu, ein mädchenhaftes Lächeln auf die Lippen, befindet sich schon im Aufbruch in jene ferne Welt. Ich werde bald Vater, Urgroßmutter. Weißt du noch? Ich habe es dir gestern Abend erzählt. Cynthia hat ein Baby im Bauch. Und dann bist du Ururgroßmutter. Unsere Familie wird wachsen. Noch ein Mensch von deinem Fleisch und Blut. Immer noch lächelnd ergreift Shushu mit zitternden Fingern eine der Blumen auf ihrer Brust, streckt sie Kasche entgegen und sagt mit einer Stimme, die kaum lauter als ein Flüstern ist, »Vergiss mich nicht, hörst du?« Kasche versteht nicht. Wie könnte er auch den kleinen Satz kennen, den sie immer sagte, lange bevor er geboren wurde? Keim legt Kasche in den Arm um die Schulter und sagt, antworte ihr. Ich weiß, was du meinst, Urgroßmutter. Ich werde dich nicht vergessen. Niemals. Wie könnte ich meine eigene Urgroßmutter vergessen? Vergiss mich nicht, hörst du? Ich werde dich nicht vergessen, Urgroßmutter. Bestimmt nicht. Ich werde immer an dich denken. Vergiss mich nicht, hörst du? Shushu schließt die Augen und legt ihre Hand auf die Blumen auf ihrer Brust. Als taste sie dort nach etwas. Es scheint fast, als würde sie die Tür zu öffnen, als versuche sie, die Tür zu öffnen, hinter der die Erinnerungen eingeschlossen sind. Eine sanfte Brise streicht über sie hinweg. Die Blumen, die ihre Brust zieren, tanzen gemeinsam mit den Erinnerungen im Wind. Sicher befindet sich auch der Keim von vor 80 Jahren unter diesen Erinnerungen. Keim greift nach einem im Wind wirbelnden Blütenblatt und schießt es in seine Hand ein. Shushu wird ihre Augen nie wieder aufschlagen. Sie ist zu einer Reise in eine Welt aufgebrochen, in der es weder Vergangenheit noch Gegenwart gibt. Hinter sich gelassen
hat sie nur Keim, der ewig weiterleben wird, und Kasche, der bald ein neues Leben auf der Welt begrüßen wird. Kasche umklammert ihren Leichnam und wendet Keim das tränenüberströmte Gesicht zu. Ich danke dir so sehr, sagt er zu Keim, dem Reisenden. Deinetwegen war meine Urgroßmutter ganz zum Schluss so glücklich beim Blumenpflücken. Nein, das war nicht meinetwegen, sagt Keim. Er ballt die Faust um das Blütenblatt in seiner Hand und sagt zu Kasche, den Kranz hätte sie sicherlich deinem süßen Baby geschenkt. Kasche legt unsicher den Kopf schief und murmelt, ich hoffe, du hast recht. Aber dann sagt er unter Tränen lächelnd, bestimmt hast du recht. Und wegen des Versprechens, das du ihr gegeben hast, sei ein guter Urenkel und vergiss sie nicht. Nein, natürlich nicht. Die Menschen leben so lange weiter, wie sie jemanden anderen im Gedächtnis bleiben. Mit diesen Worten macht sich Keim langsam auf den Weg. Hinter sich hört er Shushus Stimme. Vergiss mich nicht, großer Bruder Keim. Hörst du? Es ist die Stimme des kleinen Mädchens von vor 80 Jahren, die ewig klar, süß und unschuldig erklingt und dem Mann Lebewohl sagt, der für immer durch das Leben reisen wird. Ah, eine traurige und schöne Geschichte. Ah, Gänsehaut. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich habe keinen Plan. Wir können hier jetzt nochmal speichern, weil wir jetzt die lange Geschichte gehört haben. Und für euch gibt es jetzt hier wahrscheinlich gleich einen Cut.